Ja, StarCraft muss ich auch dringend wieder vorantreiben. Habe ich jetzt eine Woche nicht spielen können, leider. Und da das ja hier sozusagen der Grauton macht, ein Review-Modus ist, bitte auch immer gerne sagen, wenn euch irgendwas am Spiel auffällt, was ihr besonders cool findet, besonders scheiße findet und so weiter. Das hilft mir dann natürlich am Ende auch, meine Review besser zu machen. Man konnte irgendwie auch genau anvisieren, ich weiß aber nicht mehr wie. What? It's just accessing random, nonsensical data from the old world. There's no actual meaning behind anything machines do. Thank you for another day of hard work. Please back the story of a job well done. Ja, und hier sieht man jetzt auch, ich kann jetzt eben hier umschalten zwischen Tugendabkommen und Tugendvertrag. Hier habe ich jetzt auf Viereck die schwere Waffe und auf Dreieck dann die schnelle. Wodurch auch wieder andere Kombis möglich werden. Ich mag allerdings die hier einfach lieber. Gut, ich meine, hier am Anfang sind es echt eine Spielerei, aber wenn man Nier kennt, da haben die Kamerawechsel halt wirklich das Genre gewechselt teilweise. Dann war es halt plötzlich eher so eine Art Diablo-Spiel vom ganzen Setting her. Und dann wird es mein Sidescroller. Dann ist es plötzlich wieder ein normales Action-Rollenspiel. Ich finde es schon ziemlich cool. Ich habe jetzt keinen Zugriff da drauf. Okay. Eine verschlossene Kiste. Das versuchen wir uns mal zu merken. So, hier können wir jetzt noch eine Abkürzung freischalten. Nämlich hierher. Dann kann man sich hier diesen ganzen Gang sparen, oder? Sehe ich das gerade falsch, wo ich bin? Genau. Jetzt hat man hier eine Abkürzung und kann dann einfach hier rüber gehen. Genau. Weil ich glaube, es ist so, selbst wenn ich sterbe, habe ich halt nicht gespeichert, aber ich glaube, das bleibt. Ich dann trotzdem schneller vorankomme. Jetzt gucke ich nur noch mal ganz kurz, um mich zu orientieren. Genau, hier ist das. Richtig. Oh, Moment, was ist das hier? Ah, eine Kiste gefunden. Sehr gut. Na. Da bin ich wo ich doch gar nicht war. Doch, darum geht es dann hoch. Genau. Okay, alles richtig. Also ich mag die Perspektivwechsel sehr. Weil sich das Spiel halt wirklich dann in diesem Moment auch anders anfühlt. Es ist halt nicht einfach nur eine optische Spielerei. Also es zeigt auf, wie viel die Optik ausmacht. Dafür, wie sich ein Spiel anfühlt. So. Jetzt würde ich mal sagen, anvisieren und zack. Oh, da hinten ist ein Roboter hinter dem Kante. Au! Arschloch! Hier nehmen wir eine Erholung. Denn es ist tatsächlich so, das habe ich ja in der Demo gemerkt. Wenn man jetzt hier zum Beispiel stirbt, fängt man von vorne an, weil ich noch nicht gespeichert habe.
Versuch einfach nicht zu sterben. Genau. Ich finde, es ist der beste Motivationsspruch, den es so gibt. Versuche nicht zu sterben. Der funktioniert auch für StarCraft. Was mir jetzt gerade auffällt, ist, dass immer, wenn man so einen neuen Abschnitt betritt, es ganz kurz so einen Mini-Ruckler gibt. Das stört mich gerade ein wenig. Aber sonst... Ach, wie cool. Je nachdem, wann man Kreis drückt, macht man auch andere Finishing-Moves. Das ist cool. Ja, aber ich glaube, wir stehen insgesamt ganz gut da. So, das können wir wieder nicht benutzen, ne? Analysis. This elevator's controls. Ah, man konnte den aufkriegen, ich weiß aber nicht mehr wie. Die anderen Waffen verändern auch den Kampfstil. Ich kann ja hier einfach ganz kurz zeigen, also so ist mein jetziges. So, und wenn ich jetzt die andere so, dann schlage ich halt so zu mit dem Dreieck und habe auch andere Moves, wie du siehst. Und das sind dann meine Viereckangriffe, wo ich dann so ganz lange ausschweifende Angriffe mache. Und es gibt dann später eben noch richtig riesige Schwerter, Speere. Und je nachdem, wie du kombinierst, kommen jeweils andere Kombos bei raus. Wenn ich zum Beispiel die Fäuste nehme und die schnelle Waffe, kann ich auch so zuschlagen, mich dann an meinen Pot hängen, also den Roboter, zum Gegner fliegen und ihn dann in der Luft weiter vermöbeln. All so eine Sachen gehen. Also jede Waffe verändert durch das Spielgefühl. Okay, ich habe mittlerweile dieses Gefühl, dieses Hängenbleiben am Boden, was wir bei Nioh auch haben, liegt nicht an den Spielen, sondern am Controller. Das war jetzt gerade schon wieder. Alert. Bulletproof apparatus detected. Cool, sich Maschinen. Close range combat is advised. I know. Oh, wie geil, wenn man einen Dreieck tut, nimmt sie einfach beide Waffen in die Hand. Und kämpft mit beiden Waffen. Ach. Also die Animationen sind halt wirklich ein Träumchen. Warum? Oh! Oh. Bats! Das ist halt, wenn man dieses perfekte Ausweichtiming schafft, dann kann man halt danach direkt so einen tollen Move ansetzen. Das ist halt, dafür ist das halt da, deswegen ist es wichtig. Ja, perfekt auszuweichen. Ich wollte es gerade demonstrieren und krieg erstmal aufs Maul. Gut. Und keine Angst, so linear wie jetzt, dass einem andauernd Gegner entgegengeworfen werden und so, bleibt es nicht. Es geht später tatsächlich in eine relativ offene Welt, die aber trotzdem gelenkt bleibt. Das war dumm. Das war dumm von mir. Und mit mehr Waffen und so wird natürlich auch das Kampfsystem immer komplexer und immer spaßiger anzusehen. Oh, ist guck mal gut jetzt hier. Sieht das gut aus, wenn ich hier einfach drauf schlage? Nee. Nicht die beste Wahl, ziemlich eindeutig. Da kriegt man zu viel ab. So. Ja, Zelda kommt bei mir dann auch Ende des Jahres wahrscheinlich irgendwann mal dran. Wird ja im Moment ganz gut bewertet, kann man mal sagen. I surveyed the entire factory, but couldn't find anything resembling our target. Maybe they, I don't know, moved it somewhere? Ah.
Was ich so cool finde, ist, dass man jetzt schon, wenn man es halt weiß, sehen kann, was das hier gleich wird. Is that? You mean the birds? Yeah, there's more plants and animals here than there used to be. Probably because the environment's changed. Die geben einem tatsächlich keinen Speicherpunkt. Oh ja. Feierts. Ich würde sagen, wir heilen uns nochmal fast voll von diesem unauffälligen Gebiet hier. So, kleine Erholung. There should be another facility across that bridge. It's a bit of a hike, but should we check it out? It's not like Command to get a location wrong. I guess even they get bad intel from time to time, huh? I wouldn't bet on that. Also die Musik hört man auch gut, ja? Alert. High power jamming detected. No response from long range communications. Doesn't matter. I'll just take him out. Ah, ich hätte draufschlagen können, Mist. Zu spät erkannt. Hallo. Okay, ausgewichen, ausgewichen, ausgewichen und jetzt drauf. Ich komme nicht. Oh, das ist eine unsichtbare Wand. Das ist ein bisschen schlecht. Das ist ein bisschen schlecht, dass der Gegner außerhalb der unsichtbaren Wand geht. Ist ja okay, wenn man es begrenzt, aber das ist ein bisschen schlecht. So, jetzt aber. Weg mit den Löffeln. Der Anvisiermodus, den finde ich echt ein bisschen komisch. Ich glaube, es ging auch anders. Man hat mir das in der Demo gesagt, ich habe es wieder vergessen. Ich habe jetzt bestimmt die Info vorhin einfach weggedrückt durch zu schnelles Agieren. Ach so. Oh, Schock. Is that? Target enemy. Das ist kein Japanisch, das sind Runen. Das sind Runen. Das ist kein Japanisch. So motivierte Kranführer sollte es in Deutschland auch geben, das stimmt. Oh, die Musik! Bitte sagt mir, dass man sie gut hört. Holy shit, er kann neue Moves im Vergleich zur Demo. Oh. Oh. Das wird später noch richtig unangenehm werden mit manchen Bossen.
Da hat schon Nier manchmal so heftiges Zeug aufgefahren. Ah, fuck. Boah. Ja, okay, der hat einiges dazu gelernt seit der Demo. Uiuiui. Zu mich! What's your status? This is the target. I'm going to destroy it. Right. I'll provide support. Alert. Incoming enemy attack from below. Proposal. Evade. Vorschlag. Ausweichen. Oh, das war zu spät. Das war viel zu spät. Erst zu früh und dann zu spät. Ach, fuck. Ja, das ist ein Stufe 6 Gegner. Ich erwarte mir durch den Sachen Monster Design. Mann, warum kriege ich es denn jetzt nicht mehr hin? Arg. So einiges vom Spiel. Packing in. Doof gelaufen. Ja, also man sieht, die Kamera ist wirklich deutlich darauf bedacht, den Hintern einzufangen. So, ich lese ganz kurz. Eine runisch-japanische Androidenschrift, genau. Eggman aus Sonic. Naja, fast. Okay, ich würde mal die Musik 1 lauter stellen. Und dann sagt ihr mir einfach, ob es zu laut ist, ja? Ich finde die Musik echt sehr, sehr großartig. Von dem Spiel. Ich sag mal so, in einem gut abgemischten Spiel sollte es auch so sein, dass du alles auf 10 lassen kannst und es immer gut abgemischt ist. Es ist nur leider bei fast keinem Spiel so. Nö, gegen ansehnliche Damenhintern ist nichts einzuwenden, das stimmt. Da bin ich auch dabei. Send a support request to command. Negative. Communications have been jammed. Warum konnte der durchschlagen? Können die doch sonst nicht. Aber ja, also das Spiel fängt den Hintern schon sehr auffällig ein, was halt nicht sein muss, aber ja, wo ich jetzt auch kein Drama drin sehe. Ich meine, in Nier war es ja sogar so, da war halt die Hauptbegleiterin auch sehr, also die war wirklich nicht nur so, sondern sehr sexuell offen gestaltet und das hatte sogar eine Erklärung bei ihr, vielleicht ist es ja hier auch so. Okay, das ist zu laut. Na dann machen wir. Kann ich jetzt wirklich nicht ins Menü? Ah, jetzt. Dann mache ich es doch wieder. Aber so wie es vorher war, war in Ordnung, ja? Also ja, ich muss auch sagen, der Unterschied ist wirklich sehr deutlich. Ich habe die Musik sofort sehr viel lauter gehört. Nein, S!
Ihr Schweine! Ach nee, Emotionen sind ja verboten. Ihr Schweine. Irgendwas sagt mir, dass das Spiel doch emotional werden wird. Denn hier 1 war ziemlich... Nein, ich wollte in die Masse treten. Verdammt. Kann noch mal einer umfallen von euch? Ach, Mano. Voll daneben. Ich muss 9S helfen. I have to repair him. Hod, get me staunching gel and logic virus vaccine. Logikviren, finde ich, ist so ein geiler Begriff. The subject's vital signs are too poor to attempt field repair. Shut up! Just do what I say! Ja, die nimmt das mit den Emotionen aber auch nicht so ernst, ne? Be... Just go. You shut up too. We're soldiers. We take pride in... our service. HO-229 flight unit, command 677 received. Usage rights transferred from 9S to 2B. Requesting acknowledgement. Please. All right. Jedes Logik hat ein Virus, genau. So, los geht's. Ich glaube, er möchte töten. Habe ich das Gefühl. Oh! It talks? I didn't know the machines had that kind of intelligence. To be. I found a weakness in the target. Hacking in. Okay, Nemo an mich, nicht vorm Gesicht bleiben. To be. The control. On the enemy's upper arm. Use your pod. Should be able to. Oh Gott, bin ich so schwarz, ich bin eigentlich. I told you to shut up! So. Ach, aber es ist so typisch Platinum, dass der erste Boss sowas ist. Control of upper arm. Sag nur Metal Gear Rising. Seized from enemy unit. Marking weak point. Affirmative. Infiltrating enemy subunit. Ich könnte mich jedes Mal wieder drüber freuen. Balance controls overridden. Enemy unit subjugation complete. Und ruf da. Boots. Rein in ihn. Ich verprügel dich von innen. So. Sterbe später, ich gehe erstmal Kaffee holen. Genau. Talk about bringing the battle to them. R2B. Contact command. Request assistance. No. It doesn't look like that's going to be necessary. Oh great. Oh great.
imagine that... Moment mal, diese schwarze Flecken. Well. Ist das jetzt Ruß oder hat der auch... Okay, das muss ich im Auge behalten. The black box. It's ready. Right. Requesting destruction of enemy hostiles via black box reaction. Request accepted. Doobie, it was an honor to fight with you. Truly. The honor was mine. Ja, so kann man ein Spiel mal anfangen, finde ich. Mit einer 200 Meter großen Simulationskreissäge. Das werden wir sicherlich noch erfahren, wozu die Masken.